Am kommenden Montag spielen ja Stand jetzt unsere Jungs gegen Bayer Leverkusen. Und normalerweise würde das Spiel ja von der Zone übertragen. Warum sage ich normalerweise? Es gibt jetzt einen ganz großen Haken. Denn die Discovery-Gruppe, zu der Eurosport gehört, und Eurosport hat den Vertrag mit der DFL ja vorzeitig gekündigt. Diese Discovery-Gruppe hat die Anzahlung zur letzten Rate an die DFL noch nicht geleistet. Der Zone hat nur eine Sublizenz von Eurosport übernommen. Das heißt also, wenn das Geld von der Discovery-Gruppe an die DFL nicht pünktlich kommt und wenn kein anderer Sender ausnahmsweise dieses Spiel übertragen darf, wegen Corona eben, und wenn die DFL hart bleibt, dann bleibt auf jeden Fall der Bildschirm schwarz. Verzichten müssten wir auf die Übertragung aber trotzdem nicht, denn es gibt ja auch noch das Radio. Bremen 1 würde auf jeden Fall live übertragen, und zwar in einer Sondersendung von 20:05 Uhr bis um 0 Uhr. Auch Amazon überträgt live, und das machen die für Kunden ja sogar gratis. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja sowieso alles ganz anders. Die Spieler werden ja vor dem Spiel noch Corona getestet. Und nicht nur die Spieler, sondern auch die Betreuer. Und wenn auch nur ein einziger Fall Corona positiv ist, dann ist die ganze Sache sowieso hinfällig, denn dann heißt es für diese Saison endgültig Game Over.